Das war der längste Spaziergang aller Zeiten. Ich hoffe, meine Schlüssel sind hier drin. Oh nein! Wer von uns wird sie greifen? Bitte nicht mich, bitte. Das wollte ich nicht. Oh nein, es gibt kein Entkommen. Ein Keks? Lecker. Komm hier rüber. Was zum? Ach, egal. Das war's wohl. Es gibt keinen Ausweg. Ich liebe dich. Phew. Gott sei Dank. Home sweet home. Der passt nicht. Autsch. Komm schon. Der richtige Schlüssel muss doch hier drin sein. Was ist das bitte? Bauernfraß? Meine delikaten Geschmacksknospen sind viel zu weit entwickelt. Hey, was geht, Kumpel? Komm mal her. Ich brauche erst einen Stift. Hallo? Was hättest du denn gern? Keine Ahnung, etwas Leckeres? Ich habe genau das Richtige. Isst du gerne Süßes? Meh, na. Okay, okay, schon gut. Hast du großen Hunger? Ja? Nicht ganz. Ich brauche etwas Gehaltvolles. An Geld scheitert es nicht, siehst du? Nun, dann weiß ich, was zu tun ist. Wie wär's mit diesem Kerlchen? Schmeckt besser, als es aussieht. Vertrau mir. Soll das eine Art Scherz sein? Dein Ernst? Du kannst es essen. Wirklich? Danke. Ist da saure Brause drin? Was für eine besondere Leckerei das doch ist. Genau das, worauf ich gehofft habe. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Das kitzelt. Vorzüglich. Jetzt erstmal dippen. Sei vorsichtig. So weich hier drin. Jetzt wird es noch besser schmecken. Ich probiere direkt mal. So gut. Das nenne ich mal eine nasse Zunge. Fast so nass wie eine Autowäsche. Oh, schon leer? Mein Kopf! Das war's. Hey, hast du vielleicht noch einen für mich? Hier ist alles, was ich hab. Klingt nach einem guten Deal für mich. Tada! Eine Wochenration an süßen Toiletten. Bitte sehr. Wow. Danke dir vielmals. Ach, danke dir. Wow. Ja, hier drin wird es ganz schön warm. Oh, nice. Wird auch Zeit, dass auch mal ein Mädchen hier trainiert. Wow. Was? Hä? Ein Mädchen? Ach, egal. Oh, ihr habt nicht gelogen. Wow. Okay, Zeit zum Schwitzen. Wo soll ich anfangen? Das ist echt schwer. Ich wette, sie will mit mir ausgehen. Mir wird schon ganz warm. Sogar ihr Schweiß ist wunderschön. Wie sie glänzt. Wow, mein Herz schlägt total schnell. Das reicht. Eins, zwei. Und sie springt. So viele Sprünge. Schau sich das einer an. Die Pumpe läuft ordentlich. Ich mach das schon, Jungs. Jake hat es eben drauf. Mach halt, Kumpel. Willst du mir zuschauen? Oh, irgendwie riecht's komisch. Nein. Oh Mann, dieses Mädchen müffelt ordentlich. Igitt. Das ist nicht gut. Ich habe heute Morgen mein Deo vergessen. Aber hey, besser spät als nie. Bereit? Werden wir den Geruch los. Das ist echt feucht. Und es sticht auch ein bisschen. Oh nein, ich glaube, es ist leer. Ist da noch was drin? Oh Junge. Ich wusste, dass dieses Teil noch nicht leer sein kann. Ich möchte sicher gehen, dass ich genug auftrage. Alles okay da unten? Egal. Hier, ich kann dir helfen. Alles okay?
alles okay? Aha. Du hast mir kurz einen Schrecken eingejagt. Schau, hoffentlich ist es besser. Kannst du mir bei meinen Liegestützen helfen? Bitte fall nicht wieder in Ohnmacht. Jemand hat sein Deo vergessen. Perfekt, denn meine Achseln stinken total. Ah! Wow, dieser Film ist echt gruselig. Ich liebe es. Sie werden für immer da drin gefangen sein. Oh nein, wenn wir beim Thema Badezimmer sind. Ich muss mal. Lass uns keine Zeit verlieren. Vorwärts, los geht's. Der Porzellanthron gehört ganz dir, Schatz. Mach dein Geschäft und spüle, wenn du fertig bist. Okay, Schätzchen? Aha. Und los, meine Kleine. Lass dir Zeit, okay? Ich rufe dich, wenn ich fertig bin. Aber zuerst... Weißt du? Was denn, Papi? Nein, du sollst doch auf die Toilette gehen. Wir angeln nicht im Klo, du Dummerchen. Och, das ist doch verrückt. Setz dich auf den Sitz, okay? So wie du? Okay. Sehr gut. Sie ist verdächtig leise. Ah! Schau mal, Papa! Nein! Das ist echt anstrengend. Kein Kopfstand mehr. Benutze Klopapier. Aha, ich glaube, ich schaff das. Okay, bleib einfach da. Bitte kein großes Geschäft. Hä? Papa, ich habe mich verfangen. Wie könnte das denn passieren? Okay, benutze bitte einfach die Toilette. So witzig. Entschuldigung? Was hat dieses Teil gerade gesagt? Moment, dieses Spielzeug kann echt nützlich sein. Mal sehen. Hä? Hier, verbringe Zeit mit deinem Flamingo-Freund. Er geht genauso aufs Klo wie du, siehst du? Schau, er trinkt etwas Wasser. Lecker. Hey, genau wie ich. Ja, und irgendwann muss es rauskommen. Cool, das Wasser läuft direkt durch mich durch. Wow, das ist ja cool. Und schau, jetzt pinkelt er. Jetzt bin ich dran. Aber ich brauche etwas Privatsphäre. Aber... Ich mach das schon. Flamingo und ich sind ein gutes Team. Nice. Ich fühle mich echt gut heute. Und ich sehe richtig gut aus. Nun, schätze, meine Zähne könnten besser aussehen. Was ist das für eine gelbe Schmiere? Schätze, ich kann versuchen, sie zu putzen. Mit Zahnpasta und so. Ich hoffe, das ist auch Zahnpasta. Moment. Ich weiß. Du kannst mir helfen, oder? Rauf mit dir. Das passt perfekt. Ich bin so gruselig. Du solltest Angst haben. Was ist das? Ich probiere es mal aus. Bringen wir diese Zähne zum Glänzen, Baby. Okay, drücken wir etwas von dem Zeug raus. Echt eine interessante Farbe, was? Ich glaube, ich brauche viel mehr davon. Ich drücke die ganze Tube aus. Yeah! Nimm das! Ich denke, das sollte reichen, oder? Cool! Und los! Ich werde im Nu weiße Zähne haben. Und ja! Perlweiße Zähne! Ja! Was sind wir jetzt? Abfall? Ich fühle mich total benutzt. Oh, gib der Ente keinen Bumerang! Oh, ist das der Wecker? Oh nee, bin auch müde. Zurück ins Schlummerland. Aufwachen, es wird Zeit aufzustehen. Ich sagte, aufstehen. Oh, wo ist die Schlummertaste? Was zum... Du bist immer noch nicht aufgestanden. Dieser Club ist fantastisch. Der DJ weiß wirklich, was er tut. Oh, ich brauche eine Pause. Ich nehme eine Sprite, bitte. Alles klar. Hier, bitte.
Dieser Song ist toll. Oh Mann, mein Lippenstift klebt am Glas. Oh, jetzt muss ich ihn auffrischen. Gut, dass ich ihn immer mit dabei habe. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Oh, eine leere Leinwand. Zeit für mich zu glänzen. Das ist eine ausgezeichnete Farbe, wenn ich das mal so sagen darf. Ich denke, es muss noch mehr drauf, nur um sicher zu sein. Hey, wie geht's? Du hast da Lippenstift auf den Zähnen. Oh mein Gott, wie peinlich! Lippenstift auf ihren Zähnen. Hast du dich schon mal gefragt, was dein Essen sagen würde, wenn es sprechen könnte? Komm, ich fange dich auf! Wow, du bist so stark! Was ist das für ein Geräusch? Das Ding wird explodieren! Das war keine gute Idee! Das ist eine Möglichkeit, es zu stoppen! Ah, köstlich! Warte, du bekommst ein Auto? Du wirst sterben, wenn du es siehst. Hä? Die Pause ist schon vorbei. Aber so schnell kann ich nicht essen. Tschüss, Banane. Oh. Lass uns gehen. Boah, das tat echt weh. Ich bekomme bestimmt blaue Flecken. Warte, pass auf mich auf. Lady, bitte schon nach unten. Nein. Wow, hat sich der Boden in eine Eislaufbahn verwandelt? Puh, es war knapp. Warte, nee, immer noch rutschig. Bitte, jemand muss mich stoppen. Ich kann nicht bremsen. Wenigstens rutsche ich nicht weiter. Ekelhaft. Genau hier gehöre ich her. Ach, mein Mund braucht wirklich einen Muntermacher. Viel besser. Schau dir all diese Zähne an. Ich werde dafür sorgen, dass sie funkeln. Ist das Brot vom Frühstück? Ich krieg das raus. Keine Sorge. Nice. Oh Mann. Autsch. Ich glaube, mein Kaugummi klebt fest. Blöde Zahnspange. Das passiert mir immer. Pass auf mit dem Ding, ja? Nein, nein! Hab ihn! Endlich Zeit für mein Puppet. Nimm das und das. Das macht so Spaß. Ihr vielleicht. Hey, nein, hör auf! Das ist das Beste. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Was hast du gemacht? Leb wohl, grausame Welt. Mein Lieblings-Poppet. Warum? Was ist los, Schätzchen? Nicht etwa dein Poppet? Es ist kaputt. Keine Sorge, es gibt noch mehr. Hier. Oh, danke, Mama. Ich werde dafür langsam zu alt. Es gibt doch nichts über ein schönes, entspannendes Bad. Föhn mir besser die Haare. Hallo? Oh, ich mache nicht viel. Ein ganz entspannter Abend. Hat sie nicht. Das ist so toll. Ich fühle mich so lebendig. Das ist es. Genau so. Der Windlook steht mir. Das sollten wir echt öfter machen. Ich fühle mich wie im Himmel. Hallo? Bist du noch dran? Ich dachte, ich hätte was gehört. Aber egal. Hey, das kitzelt. Nein! Komm zurück! Ich kann nicht schwimmen! Rette mich! Hilfe! Bitte sei nicht kaputt! Toilettenwasser! Nein! Es gab noch so vieles, was ich tun wollte. Hä? Was ist los? Gott, bist du das? Warte. Oh, Preis! Du bist zu mir zurückgekehrt. Ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Danke. Ah,
Was ist das in meinem Gesicht? Hey du, ich dachte, ich hänge mal ab. Niemals. Sag auf Wiedersehen. Oh, na gut, dann brauche ich eine andere Strategie. Dieser Concealer wird ihn abdecken. Ich brauche definitiv eine Menge. Hey, was ist das? Was macht sie da? So, man sieht ihn kaum noch. Warte. Oh, er macht es sich auch noch gemütlich. Hey, lass uns gehen. Besser, ich schau mal, wie ich aussehe. Was ist das denn? Hey, hi, ich checke Nancy. Oh nein, das geht gar nicht. Ich muss das rausholen. Ein Zahnstocher wird helfen. Nein, weg da. Ich find's hier kuschelig. Ich sagte, verzieh dich. Oh, das war's. Das sollte ihm eine Lehre sein. Oh, jetzt ist Krieg. Und dieser Schminkpinsel wird mir helfen zu gewinnen. Warte, was? Was ist das? Was ist hier los? Oh ja, das hat super geklappt. Okay, jetzt kann's losgehen. Oh gut, es klingelt. Der Unterricht ist vorbei. Mein Haar braucht etwas Aufmerksamkeit. So ist's gut. Viel besser. Ich sollte die Haare wegmachen. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, Chloe hat eine Haarbürste. Meinst du, ich könnte mir die mal ausleihen? Nein, mach das nicht. Ich bin deine Bürste. Okay, hier hast du sie. Toll, danke. Meine Haare sind schon so verfilzt. Oh, besser. Hier hast du deine Bürste zurück. Ja, geht. Jetzt ist sie voll mit Haaren. Danke nochmal. Ich hab dir gesagt, leih mich nicht aus. Oh, so viele Haare. Juhu, ich bin wieder sauber. Ah, sie hat echt eine Menge Haare verloren. Okay, zeig mir deine Nägel. Na los, komm schon, zeig sie mir. Oh, Mädchen, die sehen schrecklich aus. Ich krieg sie wieder hin. Zuerst müssen wir feilen. Ein Nagel zu sein ist so öde, mir ist so langweilig. Nein, weg von mir! Ah, Stoff, du versaust meinen Look! Das ist dann wohl mein Leben. Okay, schau sie dir an. Wow, so viel besser. Ich denke, es wird Zeit für eine andere Farbe. Ich muss zugeben, ich fühle mich geschmeidiger. Was zum Teufel ist das? Na gut, ich komme mit dieser Farbe klar. Jetzt lassen wir den Nagellack aushärten. Das nenne ich mal ein Leben. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Ich liebe sie, sie sehen toll aus. Bitteschön. Jeder weiß, dass eine Schüssel Oreos Partyzeit bedeutet. Oh, Kekse, meine wahre Liebe. Ich habe schon den ganzen Tag Lust drauf. Es fehlt nur eine wichtige Sache. Was ist los, Leute? Nein, lasst sie mich nicht mitnehmen. Nein. So, der einzige richtige Weg, sie zu essen. Gib ihn zurück.
Ich werde dich immer in Erinnerung behalten, Keks. Verlass mich nicht, Creme! Ah, das war genau das Richtige. Na, wer will die schon? Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wo finden wir nun eine neue Creme? Ah, meine Ausdrucke sind fertig. Ich mache nur noch ein paar Kopien. Ja, bitte sehr, Sir. Er ist so süß. Eines Tages machen wir unsere eigenen kleinen Kopien von uns. Was zum... Wie kommt das denn hier rein? Lieb dich. Nein, das ist nicht möglich. Komm schon, Henry. Du fantasierst nur. Drück meine Knöpfe, bitte. Hi, Henry. Hast du kurz Zeit? Ich wollte nur kurz deinen Drucker benutzen. Ist das okay? Natürlich. Neue Brille? Da kommen deine Augen richtig zur Geltung. Oh, Henry. Kein Problem. Mach ruhig. Und ich mein's ernst. Deine Brille rahmt dein Gesicht wirklich schön ein. Lass uns die Kopie machen. Komisch. Funktioniert nicht. Nein, das mache ich nicht. Das tut mir leid. Das funktioniert normalerweise. Vielleicht, wenn ich ihn kurz aus- und wieder anschalte? Ich hatte den schlimmsten Traum. Henry war... Du. So. Mit extra viel Liebe. Extra viel Liebe. Wie gefällt dir das? Sorry, das passiert nie. Danke. Ich benutze einfach den anderen Korridor. Endlich allein. Da sind nur noch wir beide, Henry. Für immer. Ja, was für ein toller Tag zum Shoppen. Ich kann es kaum erwarten, meine Fundstücke durchzustöbern. Zuerst diese Tüte. Oh ja, dieses Parfüm roch unglaublich. Zeit für einen Spritzer. Wo bin ich? Es ist so dunkel hier drin. Wow. Hey, wer ist dieser Typ? Oh, hi, ich bin Parfüm. Wow, lass es drin, Kumpel. Sorry. Nichts geht über ein gesundes Mittagessen. Ich hau rein. Dieses Dressing ist perfekt. Darf die Croutons nicht vergessen. Lecker. Und für den letzten Bissen... komm auf die Kabel. Was ist denn los mit dir? Ich lass dich nicht entkommen. Oh ja? Gib auf, Tomate! Haha! Hör mal, ich spiele hier nicht rum. 3-1. Komm her! Ich hau von ihr ab, Lady. Hä? Was ist das? Eine Wollmaus. Was geht? Lass uns Freunde sein. Jetzt wird mich niemand mehr essen. Das ist genial. Ich schätze, das war's dann. Nein, fass mich nicht an. So eklig. Das kommt nicht in meinen Mund. Und tschüss. Die Pizza riecht fantastisch. Hallo, extra Käse. Ist das? Hier ist kein Junkfood. Hey, was ist das alles für Zeug? So. Ich hab dir einen Snack mitgebracht. Eine Pizzaschachtel? Du isst Junkfood? Nicht unter meiner Aufsicht. Du wirst es mir später danken. Mama, warte! Mach dir um mich keine Sorgen. Ich bleib einfach hier. Fröhlicher Putztag. Hier muss mal ordentlich abgestaubt werden. So. Was um Himmels Willen ist das? Ich dachte schon, niemand würde mich finden. Wie geht's dir?
Ah, ekelhaft. Und dieser Gestank. Hey, wo bringst du mich hin? Ich glaube, ich muss kotzen. Ziemlich unhöflich. Oh je. Hör auf, hab ich nicht. Ich habe nur ganz kurz mit ihm geredet. Das ist so gar nicht cool. Bitte lass das. Du bringst meine ganzen Haare durcheinander. Ich hab sie gerade gestylt. Er ist schon süß. Aber ich frag ihn nicht, ob er mit mir ausgeht. Okay, vielleicht noch. Was ist mit Mund zu? Wer hat dir Manieren beigebracht? Aha, aha. Was machst du heute Abend? Wollen wir abhängen? Hör auf! Das tut weh! Ekelhaft! Ich ruf dich zurück. Mein Schreibtisch! Totale Sauerei! Ich muss das schnell sauber machen, bevor Mama das sieht. Vielleicht kann ich das benutzen? Toll! Mein T-Shirt ist auch voll! Was machst du da? Alles, bloß nicht das! Das geht so schnell und einfach! Und fertig! Was ist hier los? Mama! Das soll ich lieber verstecken. So, sie wird es nie rausfinden. Scheint alles okay zu sein. Hier passiert nichts. Gut, ich bin stolz auf dich. Danke, Mama. Ich suche einen neuen Job. Chloe, ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Nimmst du diesen Ring an? Bling, schau mich an, ich bin so hübsch. Oh Mist, da ist ein Fleck. Schnell wegpolieren. Was machst du da? Ich glitzer doch schon. Oh, da kommt sie. Hi, sorry, habe mich verspätet. Chloe, ich habe etwas für dich. Hey Mädchen, ich werde umwerfend an deinem Finger aussehen. Oh mein Gott, wow. Darf ich ihn auf deinen Finger stecken? Damit wird ein Traum wahr. Er ist wunderschön. Habe ich schon gesagt, ich sehe toll aus. Wow, er funkelt so schön. Oh, weiter geht's mit dem Verwöhnen. Ich liebe das Gefühl der sauberen Haare. Oh, okay, und jetzt zum Styling. Machen wir sie schön trocken. Okay, ich schalte hoch. Jetzt geht's richtig ab. Achtung! Wow, das ist wirklich stark. Okay, ich denke, das reicht. Wow, das war ein Sturm. Aber wenigstens sind meine Haare trocken. Ah, super, ich sollte mich anziehen. Und merkt euch, was ich über Protozoen gesagt habe. Wo ist meine Kreide? Sie muss hier irgendwo sein. Oh, vielleicht hinter der Pflanze? Auch nicht. Ich weiß, dass sie hier auf dem Tisch liegt. Oh, da ist sie, bei der Lampe. Mist, er hat mich entdeckt. Okay, zurück zu meiner Stunde. Ich hasse das. Oh, die Kreide quietscht. Lass mich runter. Das ist echt krass. Wir ertragen das nicht mehr. Alles klar, das war's. Das war schlimm. Er denkt, für ihn war das schlimm. Oh, mein armer Kopf. Ich bin komplett kahl. Wünschst du dir auch, dass deine Geräte und Gadgets anfangen zu sprechen? Wahrscheinlich gibt es dafür einige Vor- und Nachteile. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere lustige Inhalte.